Guten Abend. Ich freue mich, dass Sie alle da sind. Und ich möchte zunächst mal die jüngste Teilnehmerin hier fragen. Du kennst doch ein Kettenkarussell, nicht? Ja? Und ich glaube, die Erwachsenen kennen auch alle ein Kettenkarussell, nicht? Wo an Ketten solche Sitze, als Kinder haben wir alle mal da drin gesessen, solchen Sitzen. Und ich komme aus Karlsruhe am Rhein und bei uns in der Nähe gibt es eine Kleinstadt, wo immer Karneval gefeiert wird. Und da stand mitten auf dem Marktplatz während des Karnevals ein Kettenkarussell. Und am Marktplatz war auch der Ratskeller. Und da haben an einem Karnevalsabend die ganzen Honoratioren der Kleinstadt sich zum Essen verabredet. Da war der Bürgermeister dabei und der Arzt und der Zahnarzt und der Forstmeister und der Apotheker und die wichtigsten Geschäftsleute der Stadt. Und die haben ein wunderbares Essen mit ganz tollem Wein genossen und haben dann am Schluss noch die edelsten Schnäpse rumgereicht. Dann hat einer eine Runde gegeben, hat der nächste eine Runde gegeben. Und am Schluss waren sie ganz schön angetütert. Weißt du, was angetütert ist? Wenn Erwachsene ein bisschen viel getrunken haben, dann sind sie angetütert, nicht? Und wissen nicht mehr so richtig, können nicht mehr klar reden und wissen nicht mehr so richtig, was sie tun. Und die waren die Letzten, die überhaupt noch da getafelt haben. Und als sie dann rausgegangen sind auf den Marktplatz, um nach Hause zu gehen, stand dieses Karussell da. Und kein Mensch war da. Und im Ratskeller sind sie bedient worden von einer einzigen jungen Dame, die wohl da so ein Praktikum gemacht hat am Schluss. Und alle anderen waren schon nach Hause gegangen. Und dann meinte einer von den Zechbrüdern, das wäre doch lustig, jetzt mal Karussell zu fahren. Und das fanden die alle ganz toll und haben alle sich einen Sitz genommen, sich draufgesetzt. Und einer hat dann schnell noch angestellt, den Hebel rumgedreht und ist schnell auch noch auf den Sitz gesprungen. Und dann ging das los, das Karussell, und ging schneller und schneller und schneller und immer schneller. Und nach ein paar Minuten waren die Sitze schon fast waagerecht, denn wenn das sich ganz schnell dreht, dann fliegen die Sitze in die Höhe. Und dann plötzlich haben die gemerkt, das können wir gar nicht mehr abstellen. Das war schlimm, nicht? Die haben ganz oben über dem Boden geschwebt und haben sich schnell gedreht. Und wenn einer abgesprungen wäre, wäre er möglicherweise sogar tot gewesen bei der Geschwindigkeit und weil es ziemlich hoch war, die Sitze. Und dann haben sie um Hilfe geschrien und da war kein Mensch. In diesen Marktplätzen, da wohnt heute kein Mensch mehr. Da sind keine Wohnungen mehr, da sind nur noch Geschäfte. Und es war kein Mensch mehr da. Wir waren alle schon nach Hause gegangen. Es war schon eins, halb zwei, also mitten in der Nacht, wo üblicherweise in den kleinen Städten die Bürgersteige längst hochgeklappt sind. Es war kein Mensch da und hat die Hilfeschreie gehört. Und das Karussell hat sich weiter gedreht. Und hat sich immer weiter gedreht, die ganze Nacht durch. Und morgens, die ganze Nacht durch, haben die da gehockt. Und das hat ihnen natürlich keinen Spaß mehr gemacht. Im Gegenteil, die haben fürchterliche Angst gehabt. Und am Morgen ist dann ein Zeitungsbote gekommen, der die Sonntagszeitung ausgetragen hat. So um 6:30 oder 7. Und da haben sie geschrien, er soll bitte helfen. Und der war völlig erschrocken, als er da Menschen in dem Karussell, in dem sich drehenden Karussell am Sonntagmorgen gesehen hat, wo andere sich für den Kirchgang vorbereiten. Und da hat er nicht gewusst, was er machen sollte, hat vor lauter Aufregung die Feuerwehr geholt. Er hätte das auch selber abstellen können, natürlich unten, aber er wusste nicht, wie das ging und hat gedacht, wir brauchen jetzt die Feuerwehr. Und dann kam die Feuerwehr, hat es abgestellt und dann kam das Karussell zur Ruhe und dann haben sie plötzlich voller Schreck gemerkt, einer war tot, der hat einen Herzinfarkt gekriegt da drin. Und drei waren ohnmächtig geworden, also völlig ohnmächtig und mussten sofort in die Intensivstation eines Krankenhauses gebracht worden. Die hatten irgend so, was beim Skifahren jetzt öfters passiert, diese Gehirn, ich weiß gar nicht, wie das hieß, was der Althaus da beim Zusammenschluss gehabt hat, sowas hatten die im Gehirn und mussten auf die Intensivstation gebracht werden. Und alle anderen hatten schwere psychische Schäden und mussten jahrelang psychologisch behandelt werden. Das ist genau die Situation, in der sich heute unser Finanzsystem, unser weltweites Finanzsystem befindet. Die haben ein Karussell in Gang gesetzt, was sich immer schneller gedreht hat und was so hoch geflogen ist, dass sie nicht mehr abspringen konnten. Und jetzt sagen sie, helft uns. Und das ist ein Karussell, was nicht abzustellen ist, wo man nicht einfach den Strom abstellen kann, weil das ein Perpetuum mobile ist. Und die einzige Möglichkeit, lebend runterzukommen, ist, dass sie sagen, haltet Sprungtücher unten auf, wir müssen abspringen und damit wir nicht sterben, haltet Sprungtücher auf. Und diese Sprungtücher werden jetzt von den Staaten aufgehalten, also von uns allen, von den Steuerzahlern. Die müssen die Sprungtücher aufhalten, damit die Finanzjongleure da reinspringen können und nicht wenigstens lebend danach vom Sprungtuch aufgefangen werden. Das ist die Situation, in der wir uns heute befinden. Und nun ist die erste Frage, die ich beantworten möchte, ist, wie ist es überhaupt dazu gekommen? Und nachdem Sie das verstanden haben, und Sie werden das alle verstehen, das ist nämlich relativ einfach zu verstehen, obwohl es nicht in den Zeitungen steht, werden wir schauen, was können wir denn noch heute daraus machen, wo die Situation, wo das Kind in den Brunnen gefallen ist, nicht? Was können wir heute daraus machen? Also zuerst, wie ist es dazu gekommen? Die Anfänge liegen lange zurück und sind eigentlich arglos und gut.
Das war 1923. Da hat ein Joseph Beer und ein Raphael Stearns, die haben ein Equity Trading House gegründet in New York. Equity ist Eigenkapital, also ein Eigenkapitalhandelshaus gegründet. Die haben dieses Equity Trading House gegründet und haben sich gesagt, es gibt viele Leute, die haben gute Ideen, die haben eine Erfindung gemacht oder die haben eine andere unternehmerische Idee und denen müssen wir helfen, wenn sie kein Geld haben, dass sie ein Unternehmen gründen können. Denn um Unternehmen zu gründen, genügt es nicht, eine Idee zu haben, man braucht auch Kapital. Und üblicherweise haben die Unternehmensgründer, die tollen Ideen haben oder die Erfindungen gemacht haben, keine Möglichkeit, Fremdkapital zu kriegen, weil sie keine Sicherheiten bieten können. Die haben noch kein Einfamilienhaus, sind oft junge Leute und ohne Sicherheiten gibt es bei den Banken kein Fremdkapital. Und die haben gesagt, wir geben denen einfach Eigenkapital und wenn es ein Misserfolg wird, dann haben wir das verloren, dann haben wir das in Sand gesetzt. Und wenn es ein Erfolg wird, dann wird das sehr viel wert sein, dann können wir das verkaufen und können damit handeln. Und also mit Eigenkapital handeln. Das ist eigentlich ein sehr gutes Konzept und es ist der Grund, weshalb so viele Gründungsinitiativen in Amerika erfolgreich waren, weil die diese Eigenkapitalfinanzierungsmöglichkeiten hatten. Sie alle kennen vom Namen her das Silicon Valley in der San Francisco Bay, wo die ganze Computerindustrie, die Softwareindustrie der ganzen Welt letztlich ihre Konzernzentralen hat. Und das ist dort entstanden, weil es solche Equity-Trading-Häuser gab, die den Gründern und den Ideen, den Leuten wie Bill Gates und anderen, die mit solchen Dingen, ja, der Apple-Gründer Steve Jobs, die in der Garage letztlich alle angefangen haben, die haben gesehen, das sind brillante junge Leute, die brauchen erstmal Kapital, wir geben denen ein paar hunderttausend Dollar oder ein paar Millionen Dollar, wie viel sie brauchen, und dann haben die ihre Unternehmen angefangen und haben sind dadurch erfolgreich geworden, haben heute Weltkonzerne. Das ist also eigentlich eine gute Sache. Und das war der Anfang von dem, was man heute Private Equity Fonds nennt. Also und Fonds, die mit Eigenkapital handeln und die Leuten, die Eigenkapital brauchen, das zur Verfügung stellen. Und dann kam eine andere Geschichte dazu. Das war dann noch ein bisschen mehr sophisticated, wie man im Englischen sagt, also ein bisschen ausgekochter oder ausgeklügelter. Und da war der Start 1949. Da war der Alfred Winslow Jones. Der hat eine Nase für Aktienbewegungen gehabt. Der hat irgendwie prophetische Gaben gehabt und hat im Voraus gewusst, ob Aktien fallen oder steigen. Ich meine, wir wissen alle, man muss die Aktien kaufen, wenn sie ganz unten stehen, man muss sie verkaufen, wenn sie ganz oben stehen. Das große Kunststück ist halt zu wissen, wann stehen sie ganz unten und wann stehen sie ganz oben. Nicht? Und manche haben das falsch gemacht. Und der hat geahnt, dass bestimmte Aktien fallen und hat dann Leute gesucht, die diese Aktien unbedingt haben wollten. Und hat gesagt, pass mal auf, wir machen jetzt einen Vertrag, ich liefere dir die Aktie aber erst in 4 Wochen und du zahlst sie mir jetzt. Und er hat einen Vertrag gemacht, hat jetzt meinetwegen, wenn die Aktie, sagen wir mal, auf 100 stand, hat er die 100 Dollar kassiert und dann ist die Aktie im Wert gefallen, meinetwegen auf 50 Dollar und dann hat er 4 Wochen später die Aktie für 50 Dollar gekauft und hat sie dem geliefert. Und hat aber die 100 Dollar kassiert gehabt und hat mit dem Gewinn dann Aktien gekauft, die hinterher gestiegen sind. Und dieses Geschäft nennt man Leerverkäufe. Das heißt, er hat das verkauft, was er gar nicht gehabt hat. Und das sind die sogenannten Hedgefonds, die sowas machen. Hedge heißt auf Englisch die Hecke. Und das sind Leute, die gesagt haben, ich mache einen Fonds, wo sie, egal ob die Kurse fallen oder steigen, nur gewinnen können. Und ich meine, das ist das, was wir alle wollen. Wir wollen reich werden, unabhängig von äußeren Umständen. Nicht? Das ist so ein menschlicher Trieb, den wir alle in uns haben. Und die Hedgefondsmanager haben das professionalisiert. Die Möglichkeit, egal wie die Börse läuft, nach oben oder unten, sie können immer Geld verdienen. Wenn ein Schwabe das macht, geht es manchmal schief. Sie haben alle das tragische Schicksal von Herrn Merkel vielleicht mitbekommen, einer der großen Milliardäre der Welt, der sich jetzt vor den Zug geworfen hat und das Leben genommen hat, weil er auch solche Leerverkäufe gemacht hat. Er hat sich sehr vernünftig gesagt, die Automobilbranche hat Überkapazitäten und die Autoaktien müssen fallen und hat auch solche Leerverkäufe gemacht und hat sie die VW-Aktien verkauft. Er hat also speziell in VW-Aktien spekuliert, hat sie verkauft und dann zu seinem großen Verdruss sind die Aktien nicht gefallen. Er hat sie, glaube ich, verkauft zu 300 und hat gedacht, die müssen ungefähr fallen auf 100 und dann habe ich ein Riesengeschäft gemacht. Und dann sind die